Als nächstes habe ich Herrn Müller von der CDU auf der Rednerliste. Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Herr Rock, was macht man mit so einem Antrag, der mit so einer Werf hier eingebracht ist? Was macht man mit so einem Antrag, von dem Sie behaupten, dass er eine Zukunftssicht auf die Energiepolitik gibt, wenn er denn doch nur alles ablehnt, wenn er denn nur sagt, was er nicht will? Dieser Antrag sagt ja nicht, was er will, sondern er sagt im Prinzip ausschließlich, was er nicht will. Sie machen, um das einmal politisch zu sagen, Sie kommen hier mit einer Riesenbugwelle an, sehen die Kaimauer nicht und rammen das Schiff voll hinein und fragen sich dann, was ist das? Also, zunächst einmal, die Kollegin Kinkel hat es ja netterweise gesagt, dieser Erfolg von CO2, der ist ja doch nur ein scheinbarer. Der war bedingt durch die Veränderungen der Kraftwerkssituation und mit der Wiederaufnahme von Staudinger sah das ja, Staudinger 5 sah es ja auch wieder anders aus. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, ohne Wirtschaftswachstum, Fahrzeugzunahmen und ohne eben auch den steigenden Wohlstand der Menschen in Hessen ist es trotzdem. Herr Müller, lassen Sie eine Zwischenfrage zu? Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht. Na ja, gut. Also, ohne das Wirtschaftswachstum, Fahrzeugzunahmen, steigenden Wohlstand der Menschen in Hessen und eben auch ohne die erneuerbaren Energien ist dieser Erfolg, wie er sich doch darstellt, gar nicht denkbar. Der Anteil der erneuerbaren Energien hat sich, wir haben es ja vorhin schon gehört, nahezu verdoppelt. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, dieser Wechsel der Energieform ist doch eine unfassbare Transformation in unserem Leben. Die Transformation in unserem Leben, der Veränderung der Energieform, ist eine unglaubliche Veränderung in vielfältigster Hinsicht. Die Arbeit, wir haben es gestern gehört, verändert sich in hohem Maße. Die Geschwindigkeit dieser Veränderung verunsichert nahezu jeden. Das kann man verstehen. Und deshalb stellt sie auch hohe Anforderungen. Und immer zu sagen, was man nicht will an dieser Stelle, ich glaube, das ist der falsche Weg. Und, lieber Herr Rock, es reicht nicht zu sagen, dass man Dinge nicht tut, sondern man muss, glaube ich, sagen, wie man Menschen in diesem Veränderungsprozess mitnimmt. Wir können ihn nicht verleugnen. Der Veränderungsprozess ist da. Wir haben Grundentscheidungen in dieser Republik getroffen. Wir haben den Atomausstieg beschlossen. Wir haben den Kohleausstieg. Wir haben den Kohleausstieg beschlossen. Er ist doch da. Wir können ihn doch schlicht und einfach nicht leugnen. Und dann müssen wir doch, lieber Herr Rock, liebe FDP, auch versuchen, die Menschen in die Veränderung mitzunehmen und die Veränderung auch umzusetzen. Und, lieber Kollege Rock, Sie legen ja immer so Wert auf Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist doch nicht nur die CO2-Betrachtung, sondern es ist die Energieeffizienzbetrachtung schlichtweg. Kollege Grüger hat ja schon an anderer Stelle darauf hingewiesen. Ich will nun einmal auf zwei Dinge hinweisen oder drei. Wenn wir uns die Primärenergieintensität in Hessen anschauen und nur diesen fröhlichen Wert nehmen, also die Energieeffizienz in unserem Bundesland, dann stehen wir bundesweit auf Platz 2. Und das passiert nicht, weil wir nichts tun, sondern das passiert ausdrücklich, weil wir, die Landesregierung, aber auch die Unternehmerinnen und Unternehmer und die Menschen etwas tun, um Energie effizient zu verwenden und zu nutzen. Und die Energiewende hat eben mehrere Ziele. Sie hat nicht nur das Ziel, Dinge von oben zu verordnen, sondern sie hat das Ziel, die Menschen zu veranlassen, umzudenken, damit die Zukunft für uns alle in dieser Hinsicht gesicherter ist, als sie das heute zu sein scheint. Und, verehrte Kolleginnen und Kollegen, Sie produzieren doch auch Ängste. Ich kann das gar nicht verstehen, warum Sie an dieser Stelle Ängste produzieren. Sie kommen mir so vor, ich sage es einmal so, wie der Bürgermeister der Stadt Fürth, als die Eisenbahnlinie zwischen Fürth und Nürnberg gebaut wurde
und man schlichtweg davon ausging, die Menschen sterben, die Menschen werden unglücklich, die Tiere fallen tot um. Und im Übrigen wird es die Kutschen auch noch in 200 Jahren geben. Was daraus geworden ist, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehen wir ja heute. Und lieber Kollege Rock, und das gilt auch weiter, wissen Sie, wenn ich das so mir anhöre, fällt mir eigentlich nur ein Beispiel an, was wir in Hessen hier stehen haben. 20 km weiter nördlich, 20 km hinter uns steht der Limes, die Wartburg. Das ist für mich das Fanal oder schlichtweg das Symbol für genau diese Politik, nichts zu verändern. Das war die letzte Aktion einer Kulturnation, mit einer Mauer zu versuchen, Dinge aufzuhalten, die sich in unserem Leben verändern. Und wie grandios diese Nation und diese Kulturnation gescheitert ist, sehen wir, weil wir heute die Museen dieser Kulturnation besuchen. Und deshalb ist es richtig, dass die Landesregierung durch den Koalitionsvertrag aufgefordert ist, weiter in die erneuerbaren Energien, weiter diese als Big Point-Thema zu verfolgen. Deshalb ist es richtig, den Dialog mit den Menschen zu führen und zu suchen und auch größtmögliche Verträglichkeit herzustellen. Deshalb ist es richtig, dass die marktwirtschaftlichen Elemente, die Sie ja so einfordern, jetzt im Erneuerbaren Energiengesetz sich weiter und mehr durchsetzen. Und deshalb ist es auch richtig, ich habe es am Beispiel erwähnt, dass die Landesregierung unseren Mittelstand besonders im Auge hat und diesen auch eben im Energiebereich besonders fördert. Und deshalb ist es schließlich auch richtig, dass sich die Landesregierung intensiv dafür einsetzt, dass der Ausbau der Stromtrassen effizient, sauber, ökologisch und auch bürgerbezogen, es ist vorhin schon gesagt worden, erfolgt. Und deshalb ist sie auch aufgefordert, hier weiter zu verhandeln und die Stromtrassen optimiert zuzulassen. Und das alles, das muss man an dieser Stelle auch mal sagen, funktioniert in Hessen doch nur, weil zwei politische Akteure zusammengefunden haben, die trotz vollkommen unterschiedlicher Ansätze erkannt haben, dass die gewaltige Transformationsaufgabe nur gemeinsam mit unterschiedlichen politischen Ansätzen und Erfahrungen zum Erfolg führen kann. Und lieber Herr Rock, gestatten Sie mir abschließend die kleine Polemik. Sie kommen mir wirklich vor wie so das kleine Kind am Sandkasten, welches sich darüber aufregt, dass zwei da drin so wunderbar miteinander spielen, dauernd Sand hineinschmeißt und sich darüber ärgert, dass sie nicht mitspielen dürfen. Ich schlage Ihnen vor, nehmen Sie die Schaufel in die Hand, spielen Sie mit, und dann wird auch alles gut. Danke schön. Meine Damen und Herren, das war die erste Rede des Abgeordneten Müller in diesem Hause. Als nächstes erteile ich Frau Wissler das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, lieber René Rock, Sie haben ja eingangs darum gebeten, alle einzelnen Fraktionen namentlich darum gebeten, differenziert zu Ihrem Antrag zu argumentieren. Das mache ich natürlich gerne. Ich meine, der Appell an mich ist ja auch eigentlich unnötig, weil ich ja stets differenziert argumentiere. So kennen Sie mich. Es mag sein, dass ihr mir nicht immer differenziert genug zuhört, aber ich argumentiere stets differenziert, und das will ich natürlich auch bei diesem Antrag machen. Und ich beginne tatsächlich einmal mit einer Gemeinsamkeit. Weil die FDP hat ja heute beantragt, den Bürgerwillen in der Energiepolitik ernst zu nehmen. Und liebe FDP, dafür sind wir auch. Wir wollen auch den Bürgerwillen ernst nehmen. Mehr als zwei Drittel der Deutschen, nämlich 68%, machen sich Sorgen um die Auswirkungen des Klimawandels auf ihre Region. Diese Sorgen nehmen wir sehr ernst. Und gerade nach dem Dürresommer 2018 kam ein milder Winter. Starkregen und Stürme nehmen zu. Die Landwirtschaft, die Wälder, die Obstbäume, das ganze Ökosystem bekommen zunehmend Probleme. Und das merken die Menschen. Und sie sind mit einer sehr breiten Mehrheit für ein entschlossenes Vorgehen gegen den Klimawandel. Und ich sage Ihnen, wer hier bremst, der handelt gegen den Bürgerwillen, weil die Menschen sich ein entschlosseneres Vorgehen wünschen. Und das ist es doch auch, was die Schülerinnen und Schüler
im Zuge der Fridays for Future anprangern, über die wir letztes Plenum diskutiert haben, das Zögern und Blockieren beim Klimaschutz. Sie machen sich in Ihrem Antrag Sorgen um die gespaltenen Dorfgemeinschaften wegen Windkraftprojekten. Aber machen Sie sich bitte auch Sorgen um die nachfolgenden Generationen, die nicht verstehen werden, warum wir nicht gehandelt haben, als es noch Zeit war. Und dann können die Und dann werden Sie in historischen Dokumenten vielleicht Argumente wie Landschaftsbild, Verspargelung oder Infraschall lesen und werden sich vielleicht angesichts des Zustands der Welt dann fragen, welche merkwürdigen Debatten wir eigentlich geführt haben. Die Zeit zu handeln ist jetzt. Genau genommen war es eigentlich schon gestern. Doch statt Hindernisse aus dem Weg zu räumen, werden politisch neue geschaffen. Die Neufassung des im Grundsatz erfolgreichen Erneuerbare-Energien-Gesetzes der Großen Koalition im Bund hat den Ausbau erschwert. Die Ausschreibungspflicht erschwert gerade den kleinen Projekten enorm das Leben. Das haben wir hier mehrfach diskutiert, dass das ein großes Problem ist, auch für die Planungssicherheit der kleineren Windkraftprojekte. Die Deckelungen auf die Förderung des Ausbaus von Wind- und Solarstrom müssen dringend weg. Wir brauchen keinen Deckel, weil unser Problem ist nicht, dass die Energiewende zu schnell geht. Sie geht nach wie vor zu langsam, und deswegen müssen diese Ausbaudeckel weg, meine Damen und Herren. Das ist dann natürlich schon lustig, wenn die FDP in ihrem Antrag die Bemühungen um die Energiewende als planwirtschaftliche Eingriffe bezeichnet und ein Ende der Subventionen im Strommarkt erreichen will. Das machen Sie ausgerechnet an den erneuerbaren Energien fest. Dabei muss man ja mal historisch feststellen, dass hierzulande Strom und freier Markt nie viel miteinander zu tun hatten. Die Gebietsmonopole, also der Strom, also das war ja nie hier freie Marktwirtschaft. Und dass Sie aber jetzt dass Ökostrom sich weiterhin gegen direkte und indirekte Millionen- und Milliardensubventionen für Kohle und Atom behaupten müssen, das ist doch das Problem. Und daran ändern auch alle Ausstiegspläne nicht, weil nach wie vor laufen ja in Deutschland die Kohlekraftwerke und viele Atommeiler. Und gerade jetzt hier beim Generationenprojekt Energiewende, gerade hier mehr Markt zu fordern, ist bizarr. Denn den freien Markt, und das wissen wir doch, beherrschen die alten Stromriesen mit ihren abgeschriebenen und hochsubventionierten schmutzigen Altanlagen. Und diese marktbeherrschende Stellung haben die ja nun nicht über freien Wettbewerb und freien Markt erlangt, sondern das kommt durch die Gebietsmonopole. Also von daher jetzt an der Stelle die Marktwirtschaft raushängen zu lassen, ja, wo man einen vollkommen vermachteten Markt hat, halten wir für völlig falsch. Es geht hier um eine ganz entscheidende Frage, nämlich wie man die Energiewende voranbringt. Und dafür brauchen wir natürlich ein gutes erneuerbare Energiengesetz und nicht die immer weitere Teilabschaffung. Und wenn die FDP sagt, sie sollen den Bürgerwillen ernst nehmen, sage ich, ja, 73% der Deutschen fordern einen schnellstmöglichen Ausstieg aus der Kohleverstromung. Auch das sollten wir ernst nehmen. Und da muss man eben auch für Alternativen sorgen. Und Sie behaupten in Ihrem Antrag, die in Hessen leider steigenden CO2-Emissionen würden zeigen, dass die Windkraft kein wirksames Instrument sei. Dabei beziehen Sie sich aber ganz bewusst auf eine Zahl im letzten Berichtsjahr 2016, und zwar gegenüber 2014. Und genau das ist der Witz dabei. 2014 stand Hessens größtes Kohlekraftwerk Staudinger über große Teile, nämlich mehr als 6 Monate des Jahres, still wegen Reparaturarbeiten. Und im Jahr zuvor waren bereits 2 der 3 letzten Blöcke abgeschaltet worden. Das hat für eine merkliche Reduktion des CO2-Ausstoßes gesorgt. Und das wissen Sie natürlich auch, Herr Rock. Deswegen ist es natürlich etwas unredlich, gerade diese beiden Jahre miteinander zu vergleichen. 2015 wurde Block 5 wieder angefahren, und die energiebedingten CO2-Emissionen in ganz Hessen stiegen um über 20% gegenüber 2014. Ich führe das noch zu Ende, und dann kommen wir gegen Ende zu der stiegen um 20% gegenüber 2014. Also wenn hier Ihre Zahlen, die Sie vorbringen, Herr Rock, irgendetwas belegen, dann belegen Sie doch nicht die Ineffizienz der Windkraft, sondern Sie belegen, wie klimaschädlich die Kohleenergie ist. Das belegen Ihre Zahlen. Weil in dem Moment, wo Kohlekraftwerke eben wieder ans Netz gehen, steigen die CO2-Emissionen. Das mit Windkraft zu erklären, ist ein bisschen hanebüchen, muss ich sagen. Und deshalb müssen wir unsere Bemühungen um den Ausbau der erneuerbaren Energien dringend verstärken. Das heißt in Hessen natürlich nur naturgemäß vor allem
Windenergie ausbauen. Und wenn auch hier wieder beim Thema Bürgerwillen 82% der Deutschen unterstützen einen bundesweiten Windkraftausbau, zu dem alle Bundesländer ihren Beitrag leisten. 78% der Menschen, die bereits Windkraftanlagen in ihrem direkten Wohnumfeld haben, sind mit diesen einverstanden. Also auch das gehört zum Thema Bürgerwille dazu. Leider hat sich bundesweit und auch in Hessen der Windkraftzubau in 2018 verlangsamt. Und dass Hessen im Ranking hochgegangen ist, liegt einfach nur daran, dass der Rückgang geringer war als in anderen Ländern. Aber auch hier haben wir einen Rückgang beim Zubau von Windrädern. Und im Ländervergleich der Agentur für erneuerbare Energien belegte Hessen beim Stand der Energiewende den drittletzten Platz vor dem Saarland und vor Berlin. Das heißt also, es gibt hier dringenden Nachholbedarf, und das wäre ungeheuer hilfreich, wenn die CDU und CDU-Abgeordnete vor Ort nicht die ganze Zeit gegen Windräder polemisieren würden und gegen die zu Felde ziehen würden und damit die Energiewende auch konterkarieren. Ich will aber eine Stelle noch ansprechen, wo wir wirklich eine Gemeinsamkeit haben, Herr Rock, auch wenn die, glaube ich, ein bisschen unterschiedlich motiviert ist. Und das ist das Thema, Sie haben es angesprochen, Menschen im Nordosten und im Westen Hessens sind derzeit in Sorge, weil große Stromprojekte an ihren Wohnorten geplant sind, teilweise im Sinne von ihrer Haustür. Also im Fall von Ultranet soll eine Gleichstromtrasse auf bestehenden Stromleitungen aus dem rheinischen Braunkohlerevier zum Standort des AKW Philippsburg in Baden-Württemberg bezogen werden, auch durch Hessen. Und das Projekt Südlink, die geplante Gleichstromtrasse von Schleswig-Holstein zum AKW Grafenrheinfeld in Bayern, soll nach aktuellem Stand, so haben wir es jetzt gehört, durch den Werra-Meißner-Kreis gezogen werden, als Erdkabel in einer breiten Schneise. Und dann heißt es immer, dass diese Projekte ungeheuer notwendig wären für die Energiewende. Ich will noch einmal sagen, wir zweifeln das grundsätzlich an. Das sind Bypässe für die außer Betrieb gehenden AKWs, um das bisherige zentralistische Energieerzeugungssystem in Deutschland am Leben zu erhalten. Wir wollen einen dezentralen Ausbau der erneuerbaren Energien. Und wenn man einen dezentralen Ausbau will, dann braucht man eben keine Transittrassen, sondern dann braucht man auch Leitungen, die auf dezentrale Energieerzeugung ausgerichtet sind. Und diese Trassen sorgen dafür, dass wir eine weiterhin zentralistische Erzeugung haben. Deswegen bin ich ja eigentlich der Meinung, dass die FDP dafür sein müsste, eigentlich aus ihrer Logik heraus. Aber gut, so ist es. Gemeinsamkeiten muss man auch aushalten können. Da sind wir dann beide mal dagegen. Wir wollen eine andere Energiewende, nämlich eine in der Hand der Bürgerinnen und der Kommunen, dezentral aufgestellt mit dezentralem Netzausbau an der Fläche und eben nicht diese Punkt-zu-Punkt-Leitungen wie Ultranet oder Südlink. Die stehen eher für das Gegenteil. Klar ist aber, auch wenn diese Leitungen gebaut werden, danach sieht es jetzt erst einmal aus, muss das natürlich menschenverträglich geschehen. Ich komme zum Schluss. Die Energiewende ist dringend nötig. Wir brauchen auch eine Verkehrswende, um dem Klimawandel zu begegnen. Und hier muss Schwarz-Grün natürlich deutlich mehr machen, gerade im Bereich Verkehr wäre es dringend notwendig, eben CO2 einzusparen. Wir wissen ja, dass fast 50% des Energieverbrauchs in Hessen auf den Verkehr zurückzuführen sind. Und deshalb, ja, wir brauchen die Energiewende, und wir brauchen sie dringend, und gerade mit Blick auf die kommenden Generationen und auf das Überleben der Menschheit. Vielen Dank. Wir haben noch eine Kurzintervention. Vielen Dank, Frau Wissler. Zu einer Kurzintervention hat sich Herr Lichert von der AfD gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Also, da muss ich in der Tat einmal intervenieren, weil Sie vernachlässigen total Ihre Kernklientel. Die soziale Schieflage der Energiewende ist hier gerade in diesem Bereich ein ganz großer blinder Fleck. Der Kollege der SPD hat vollkommen zu Recht darauf hingewiesen, dass die EEG-Umlage keine Subvention ist. Subventionen stammen per Definition aus dem Steuersäckel. Aber das macht es doch schlimmer und nicht besser. Wäre es eine Subvention, dann hätte ja wenigstens noch über die Finanzierung durch die progressive Besteuerung könnte man sicher das noch irgendwie noch zurechtlügen. Aber das geht ja nicht. Der normale Stromkunde und die nicht privilegierten Unternehmen zahlen die enorme Zeche für die Energiewende, die Sie noch befeuern wollen.
Dass die Wählerschaft der LINKEN daran keinen Anstoß nimmt und ganz anders motiviert ist, das mag sein. Aber das ist doch auch eines der vielen Probleme der SPD, dass sie die Interessen der kleinen Leute vernachlässigen. Und insofern sind ihre Wahlergebnisse sehr verdient. Danke schön. Soll ich gleich oder erst die Antwort? Dann erteile ich wunschgemäß Herrn Rock zunächst das Wort. Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich mache es auch ganz kurz. Es scheint ja irgendwie nicht an Sie, es scheint Sie nicht zu erreichen, dass der CO2-Ausstoß von 2011, als wir den Energiegipfel hatten, zu heute höher ist. Heute ist der CO2-Ausstoß höher als zu Zeiten des Energiegipfels. Jetzt können Sie da alles hin und her wursteln, wie Sie wollen. Es ist Fakt. Und bitte, Frau Wissler, welchen anderen Indikator für die Effizienz dieser Landesregierung bei der Umsetzung von Klimaschutz schlagen Sie vor, wenn es denn nicht der CO2-Ausstoß in Hessen ist? Das muss doch dann der Erfolgsindikator sein für Klimaschutzpolitik. Jetzt erteile ich Frau Wissler noch einmal das Wort. Danke, danke. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich fange mal an mit dem, was Herr Rock gesagt hat. Also, ich will nicht falsch verstanden werden. Ich möchte nicht sagen, dass die Energiepolitik dieser Landesregierung erfolgreich ist. Das ist sie ganz sicher nicht. Ich habe aber darauf hingewiesen, dass man natürlich schauen muss, welche Vergleichsjahre man sich anschaut. Und vor allem komme ich zu einer anderen Schlussfolgerung. Weil wenn Staudinger wieder ans Netz geht und dann natürlich der CO2-Ausstoß steigt, zeigt das, Kohlekraft nicht gut für die CO2-Bilanz. Das ist, was ich versucht habe, der FDP deutlich zu machen, dass das Problem ist eben die Kohlekraft. Und ansonsten würde ich einfach vielleicht noch einmal bitten, auch, weil es ist ja wirklich sehr angesprochen worden, dass die FDP da sehr ambivalent ist, ja, beim Thema. Also, der Umwelt- und Naturschutz liegt Ihnen am Herzen, wenn es um den Ausbau der Windräder geht. Jetzt reden Sie über die steigende CO2-Emission. Ich meine, bei der ganzen Dieseldebatte habe ich Sie jetzt ein bisschen anders wahrgenommen, auch mit Blick auf die Automobilindustrie. Aber wenn man sich den CO2-Ausstoß anschaut, dann müssen Sie sich natürlich auch anschauen, den CO2-Ausstoß ganz besonders im Verkehrsbereich. Ja? Und genau diesen muss man sich anschauen. Und da muss man halt auch mal überlegen, ob vielleicht man die eine oder andere Straße nicht baut, ob man vielleicht irgendwie die Welt wirklich weiterhin durch die Windschutzscheibe betrachten möchte oder ob solche Vorschläge, wie dass man den Radverkehr stärkt und dass man den ÖPNV ausbaut, ob das vielleicht doch ganz gute Vorschläge sind, wenn Sie dann den CO2-Ausstoß nicht immer weiter steigern wollen. Und zu dem Mythos der teuren erneuerbaren Energien. Fakt ist, dass Windenergie, und der Kollege Krüger hat darauf auch hingewiesen, die günstigste Art und Weise ist, Energie zu gewinnen. Das muss man erst einmal feststellen. Man muss halt schon unterscheiden, was Marktmechanismen sind und was reale Kosten sind. Klar, bei Atom und Kohle sind halt die Folgekosten komplett nicht eingepreist, weil sie auf die Allgemeinheit umgelegt werden. Deswegen wirkt es günstiger, ist es aber nicht. Und ein weiter so, bei den konventionellen Energien wird solche wirtschaftlichen und Umweltverwerfungen nach sich ziehen, dass es überhaupt nicht darstellbar ist, welche Kosten am Ende der Klimawandel wirklich bedeuten wird und welche Kosten da auf uns zukommen. Also natürlich kann man das so rechnen, indem man sagt, man guckt sich eben an, was auf der Stromrechnung steht, wenn man eben nicht sich anschaut, welche Kosten alle externalisiert werden. Allein die Frage der Kosten der Endlagerung bei Atommüll, die Frage eben der Folgekosten für die Kohlekraft, all das müsste man natürlich mit einbeziehen. Und der Unterschied bei Sonne und bei Solar- und bei Windenergie ist nun einmal, dass der Energieträger nicht aufwendig gewonnen werden muss. Uran, Kohle, Gas, all das sind Energieträger, die gefördert werden müssen, aufwendig, zum Teil unter ganz, ganz schlimmen Arbeitsbedingungen. Es wurde ja hier angesprochen, ob wir hier unser Kernklientel vernachlässigen. Vielleicht sollte man über die Menschen auch einmal reden, die wirklich unter schlimmsten Bedingungen da zum Teil arbeiten. Also, die müssen erst gewonnen werden. Und natürlich ist das viel aufwendiger als Windenergie oder eben Sonne, was natürlich
von Natur aus unbegrenzt zur Verfügung steht und dann eben auch genutzt werden kann. Deswegen ist ja auch die Frage der Speichertechnologien eine wichtige Frage. Und ja, da gibt es Verluste, aber es ist eben ein Unterschied, ob man eine Energieeffizienz hat von einem Kohlekraftwerk und ein Kohlekraftwerk hat teilweise Wirkungsgrade von unter 40%. Das muss man ja auch mal sehen, dass wirklich die Effizienz von Kohlekraftwerken unheimlich gering ist und deshalb und dafür aber eben erst die Energieträger gewonnen werden müssen. Von daher, dieser Mythos der teuren erneuerbaren Energien ist einfach völliger Unsinn. 200 Milliarden € sind reingesteckt worden an Subventionen in die konventionelle Energie. Kommen Sie bitte zum Ende, Frau Wissler. Und was wir aber tatsächlich fordern, ist, dass man mal die EEG-Rabatte für die Großabnehmer, die in der Tat mal reduzieren müsste, damit man die Kosten der Energiewende auch gerecht verteilt. Vielen Dank. Danke, Frau Wissler. Für die Landesregierung spricht Herr Al-Wazir, der Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Herr Rock hat gut angefangen, indem er gesagt hat, er wolle nicht die gleiche Rede halten wie immer. Und dann hat er die gleiche Rede gehalten wie immer. Wie soll man jetzt damit umgehen? Ich habe mich jetzt dafür entschieden, alles das, was mir aufgeschrieben wurde, beiseite zu legen und mal über die Frage zu reden, wie man eigentlich in Zeiten, in denen teilweise aus dem Weißen Haus Fake News verbreitet werden, eigentlich damit umgehen soll, wenn man hier Sachen vorgeworfen kriegt, von denen der, der sie vorwirft, genau weiß, dass sie nicht stimmen. Sie haben es, Herr Rock, ja selbst gesagt, Stichwort CO2-Ausstoß. Das ist übrigens auch so ein Punkt. Das ist sozusagen der 10. Plenum hintereinander des letzten Jahres, der 10. FDP-Setzpunkt zu diesem Thema. Herr Rock hält es nicht aus, wenn er nicht das letzte Wort hat. Deswegen meldet er sich schon, wenn ich nur guten Tag gesagt habe. Aber Herr Rock, Sie müssen sich Gedanken machen, wenn beim FDP-Setzpunkt teilweise, ich habe mitgezählt, 4 FDP-Abgeordnete im Saal sind, müssen Sie sich Gedanken machen, ob das Pferd, auf dem Sie reiten, nicht eigentlich schon längst tot ist. Aber gut. Der CO2-Ausstoß ist etwas Globales. Und bei der Frage, wie viel Stromerzeugung in Deutschland an CO2 erzeugt, wie viel Wärmeerzeugung sozusagen, oder Kälte an CO2-Ausstoß erzeugt und was die Mobilität an diesem Teil beizutragen hat, da gibt es natürlich nicht so etwas wie einen hessischen Strommarkt. Aber warum ich gesagt habe, Herr Rock, dass Sie es eigentlich besser wissen, ist, dass Sie ja mit angesprochen haben in einem Teil Ihrer Rede, dass ja ein großer Teil unseres Stroms aus Kohlekraftwerken in NRW kommt. Und das genau ist der Punkt, wo Sie selbst zugeben, dass Sie es besser wissen, als Sie es hier erzählen. Jede Kilowattstunde erneuerbarer Strom, die wir in Hessen selbst erzeugen, reduziert den CO2-Ausstoß teilweise in anderen Bundesländern, weil es nämlich den Import von Strom woanders her reduziert. Sie wissen es, Herr Rock, und trotzdem erzählen Sie jedes Mal etwas anderes hier. Wie soll ich damit umgehen, wenn ich Sie weiterhin ernst nehmen soll, was ich will? Wir haben in Hessen eine lange Geschichte der Stromerzeugung aus Kohle gehabt. Die war nicht so wie in anderen Bundesländern. Aber Sie wissen, was vor 25 Jahren in Borken passiert ist, dass das sozusagen das Ende quasi des Braunkohletagebaus zum größten Teil war. Sie wissen auch, dass wir 4 Kohleblöcke am Standort Staudinger und einen Gasblock an diesem Punkt haben. Und Sie wissen auch, Sie wissen es sehr gut, dass es in der alten schwarz-gelben Koalition Auseinandersetzungen über die Frage gab, ob man eigentlich diese Kohlekraftwerke abschalten soll oder nicht. Das wissen Sie. Sie wissen es ja sehr genau. Und wenn Sie jetzt kommen und sagen, unter Schwarz-Gelb sei so viel für die CO2-Reduktion erreicht worden,
Und wir wissen, dass das im Strombereich mit der Stilllegung von Staudinger 1, Staudinger 2 und Staudinger 3 zu tun hatte. Und dann wissen kundige Menschen, dass es da durchaus in der Vorgängerregierung Auseinandersetzungen gab zwischen Florian Rentsch als damaligem Wirtschaftsminister und Lucia Puttrich als Umweltministerin und sich am Ende glücklicherweise Frau Puttrich durchgesetzt hat. Aber wenn Sie nachher das, was Sie bekämpft haben, als Ihren Erfolg darstellen, wie soll ich darauf reagieren, obwohl Sie es ja eigentlich besser wissen, Herr Kollege Rock? Dann sagen Sie, man solle Gaskraftwerke bauen. Ich glaube, ja, wir werden teilweise erleben, dass es noch zusätzliche Gaskraftwerke geben wird. Aber auch an dieser Stelle ein Teil des Problems, Herr Rock, ist doch, dass die FDP alle paar Jahre eine neue Position vertritt. Ich kann mich erinnern, wie kräftig Sie damals noch zusammen mit der Union gegen den rot-grünen Atomausstieg gewettert haben. Dann haben Sie die Laufzeiten verlängert, dann kam die Fukushima-Katastrophe. Und am Montag nach der Fukushima-Katastrophe waren die ersten Politiker aus der Regierungskoalition in Berlin damals, Schwarz-Gelb und Wiesbaden, die FDP-Politiker. Guido Westerwelle und Hans-Jürgen Hielscher waren in Berlin und in Wiesbaden die ersten, die gesagt haben, jetzt müssen wir aus der Atomkraft aussteigen. Sie sagen, dass wir Kohlekraftwerke haben in Nordrhein-Westfalen und dass da so viel CO2-Ausstoß herkommt. Wissen Sie, wer ganz laut den Kohleausstieg kritisiert, den die Kohlekommission vorgelegt hat? Die FDP-Bundestagsfraktion. Wissen Sie, dass die FDP-Bundestagsfraktion als Reaktion auf den Kohlekompromiss dieses Sharepick gemacht hat mit Herrn Putin und der Unterschrift "Willst du von diesem Mann noch abhängiger werden?" Und dann, eine Woche später, kommt der Herr Rock und sagt mir, wir sollen mehr Gaskraftwerke bauen. Das ist vielleicht ein Teil des Problems der FDP, dass sie jedes Mal etwas anderes vertritt und immer gegen alles ist, aber niemals sagt, wie es gemacht werden soll. Und deswegen, zu den Anträgen haben die Kolleginnen und Kollegen aus der Koalition alles gesagt, will ich an dieser Stelle nur sagen, Herr Rock. Es gibt ja ein berühmtes Zitat vom Kaiser Wilhelm. Manchmal erinnern Sie mich in Ihrer Energiepolitik an dieses Zitat. Kaiser Wilhelm soll gesagt haben, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Ich glaube an das Pferd. Achten Sie darauf, dass Sie nicht wie Kaiser Wilhelm II. Enden. Vielen Dank. Danke, Herr Staatsminister Al-Wazir. Ich glaube, dem Pferd ist genügend Beifall gezollt. Jetzt hat wieder Herr Rock, FDP-Fraktion, das Wort. So. Ja, Herr Al-Wazir, das ist ja ein klassischer Al-Wazir gewesen. Das haben wir gestern bei der Baupolitik erlebt. Wenn Sie nicht mehr weiter wissen, reden Sie einfach nicht über das Thema. Dann greifen Sie Menschen persönlich an, ignorieren die Fakten und produzieren selbst Fake News. Das ist Ihre Art im Umgang mit der Opposition. Wenn Ihnen etwas nicht passt, dann ignorieren Sie einfach alles und reden über irgendwas. Über Grundsätzliches, über den Weltfrieden, über Kaiser Wilhelm. Das ist Ihr Thema, dass Sie bei Kaiser Wilhelm geblieben sind. Ich rede einfach einmal über das, was in Hessen schiefläuft. Und Frau Wissler hat ja gesagt, sie ist mit ihrer Politik nicht zufrieden. Sie steht zu Windrädern, das sehe ich ein bisschen differenzierter. Aber ihre Bilanz ist doch eindeutig. Ihre Bilanz ist eindeutig. Und das Schlimme für Sie ist ja, dass alles, was ich sage, alles, was ich hier sage, ja nicht irgendeine Kachel der FDP-Bundestagsfraktion ist, sondern das, was ich sage, sind Daten, Fakten Ihres Energieberichtes, Herr Al-Wazir,
Ihres Energieberichtes. Das steht alles nachlesbar von Ihnen persönlich oder vorne unterschrieben. Energiebericht des Landes Hessen, alles, was ich hier vorhalte, was ich hier sage, der CO2-Ausstoß, das ist das an Zahlen, was Sie hier vorlegen. Und wenn Sie sich die Statistik hier anschauen, dann sehen Sie, dass die Stromerzeugung und die Stromerzeugungskapazitäten eben nicht der Grund sind, dass der CO2-Ausstoß eben jetzt nicht mehr sinkt. Und wenn Sie nämlich Ihre eigenen Veröffentlichungen ernst nehmen, Herr Al-Wazir, in Ihrem eigenen Energiebericht und hier nicht von Kaiser Wilhelm reden, sondern einmal über die Fakten in Ihrem eigenen Land und Ihre persönliche politische Verantwortung, was Sie in diesem Landtag ja am liebsten ignorieren, Herr Al-Wazir. Das steht im Energiebericht, Herr Al-Wazir. Ihr Energiebericht, von Ihnen unterschrieben, steht auf Seite 81. Gegenüber den Vorjahren sind in allen Sektoren, Sie haben hier gestanden und gesagt, es wäre der Verkehr, das wäre überhaupt nicht überall, in allen Sektoren die energiebedingten CO2-Emissionen gestiegen sind. Ihr Energiebericht, das sind die Fakten des Landes Hessens, von Ihnen unterschrieben und keine Fake News des Ministers hier an dieser Stelle gesagt. Nachlesbar, Seite 81, Herr Al-Wazir. 81, so ist es. Und wenn wir darüber reden, warum in einer anderen Regierungszeit, und liebe Kollegen von der Union, lieber Herr Müller, Sie kriegen von mir, weil ich echt, ich verstehe das, neuer Abgeordneter, Sie wollen hier vielleicht einen Punkt machen, Sie kriegen von mir 100 Tage. Arbeiten Sie sich bitte in das Thema Energiepolitik ein und stellen Sie sich in Ihrer ersten Rede nicht hierhin, Herr Müller, und erklären Sie jemand, der seit 11 Jahren hier Energiepolitik macht, seit 11 Jahren hier Energiepolitik macht, hier vorne die Welt. Bitte 100 Tage, und dann reden wir wieder auf dem Niveau, was diesem Landtag angemessen ist. Wenn Sie nämlich im Energiebericht des Landes Hessen nachlesen, warum denn die CO2-Ausstöße gesunken sind, dann steht hier nämlich, Erhöhung des technischen Wirkungsgrades war der Grund. Weil wie ist denn die Dekarbonisierungsstrategie gewesen? Eben durch bessere Technik. Aber Herr Al-Wazir, Sie machen sich ja hier immer wieder oder Sie erzählen etwas, was nichts mit dem Antrag zu tun hat, der hier vorliegt. Wir haben gesagt, die Alternative für eine Übergangszeit wären Gaskraftwerke, nicht Kohle, Herr Al-Wazir. Wir sind übereinstimmend dem Ziel, wir wollen zu minimalen Kosten maximal CO2 sparen. Dazu haben wir den Vorschlag Gaskraftwerk gemacht, Herr Al-Wazir. Gaskraftwerk. Die FDP hat schon und ich persönlich schon seit vielen Jahren gegen den Kohlepfennig gekämpft. Es gibt keine Partei, die mehr gegen den Kohlepfennig gekämpft hat als wir. Da habe ich die SPD oder andere vermisst oder die CDU. Das haben wir gemacht. Ich weiß gar nicht, wie Ihre Position damals war. Keine Ahnung. Wir haben eine klare Position gehabt. Und jetzt sage ich Ihnen einmal, Herr Al-Wazir, meine Haltung wäre jetzt moderat, moderne Gaskraftwerke sind nicht nur wegen der geringen Investitionskosten, sondern auch technisch viel geeignetere Lösungen, um in der Übergangsphase des Ausbaus der erneuerbaren Energien und des Ausbaus von Speichermöglichkeiten für die nötige Regel und die nötige gesicherte Leistung zu sorgen. Das ist doch etwas, was Sie hier beklatschen müssten, liebe Freunde von den GRÜNEN. Beklatschen müssen Sie das. Wissen Sie, warum? Weil es Ihre Politik ist. Das haben Sie in den Energiegipfel 2011 von Tarek Al-Wazir selbst vorgeschlagen, was er jetzt hier versucht, mit Kaiser Wilhelm vergleichen zu diskreditieren. Bleiben Sie noch einmal bei den Fakten, Herr Minister. Hilft wirklich weiter. Und von daher, ich habe heute mit Blick auf die Mittagspause erinnere ich an die Redezeit. Ja, ja. Ich will es noch einmal in 10 Sekunden sagen. Der von mir eingeführte Indikator für Ihr Versagen ist der CO2-Ausstoß. Und den müssen Sie erst einmal widerlegen. Belegen Sie mir, warum der CO2-Ausstoß nicht der Indikator für das Versagen Ihrer Politik ist. Dann nennen Sie bitte einen anderen. Vielen Dank. Danke, Herr Rock. Mir war klar, dass es noch 15 Sekunden waren. Ich wollte die Gesprächspause nutzen. Wir sind am Ende der Debatte zu diesen Tagesordnungspunkten angekommen. Wir haben 2 Anträge vorliegen, die nach meinen Informationen zur weiteren Beratung in den WVA geschickt werden. Das machen wir so. Damit unterbreche ich die Sitzung für eine Mittagspause bis 15.15 Uhr.